Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Irgendwie war das hier gar nicht die Begrüßung, die ich sonst immer mache. Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute gibt es den lang ersehnten Part 36. Wieder ein Livestream, der letzte Livestream, denke ich erstmal. Weiß nicht. Vielleicht entscheide ich mich mal wieder spontan, dass ich irgendwann live gehe und dann nochmal was bewerte. Aber erstmal ist das nicht geplant. Folgt mir gerne auf Instagram, damit ihr das nicht verpasst, wenn ich das einfach mal spontan mache. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß hier bei den Zusammenschnitten. Ich denke, ihr kennt das ja auch, weil die letzten meinen Parts waren ja auch schon so aufgebaut. Und ja, dann sehen wir uns. Ihr spinnt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Hi. 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 Ja, wollen wir dann einfach zusammen was bewerten jetzt? Ja, komm, auf geht's. Ja, warte, ich muss ganz kurz die Bilder hier an Start bringen. Wir starten hier gleich mit der einen von Hobbyhorsing Hannah ist das. Und das habe ich hier schon die ganze Zeit, nachdem mir sie das geschickt hat, habe ich das gesehen. Und das finde ich irgendwie richtig hübsch. Das mag ich auch richtig gerne. Das finde ich irgendwie so hübsch, einfach dieses dunkle Braun. Ja, und dann das Auge. Ich finde es auch richtig special mit diesem Weißen an den Augen, weil es auch an beiden Augen so ist, ne? Ja, halt und auch dieses, und auch wie das mit der Trense und dann dieser Small, ich finde das irgendwie richtig schön. Das habe ich die ganze Zeit, seitdem sie mir das geschickt hat, habe ich da so meine Augen drauf geworfen. Und das ist halt richtig, richtig schön. Mag das Auge gar nicht. Oh mein Gott, ah, ja. Girl. Ah, ja, also schäm dich. Das ist so hübsch. Eine solide 9,5 von 10. Ja, würde ich auch sagen. Wenn nicht sogar eine 9,9 von 10. So, also das hatten wir jetzt. Und dann haben wir jetzt das. Das ist auch von ihr. Und das habe ich auch ausgesucht, weil ich finde, das ist auch voll schön. Ja. Johanna? Ja, also, ist das nicht mein Favorite-Hymi so? Weil ich weiß nicht, ich finde die Farbe so ein bisschen zu rot. Und die Scheckung... Ich weiß nicht, irgendwas stört mich daran. Deswegen, es tut mir von Herzen leid, Hannah. Aber es ist leider nur eine 6,3 geworden. Also bei mir, ich finde, das ist, wo du sagst, das ist schon rot. So von der Farbe. Es hat so einen roten Touch. Ja, also ich finde es jetzt nicht, also ich finde es halt schön. Und ja, ich würde dem jetzt eine 7 geben. Also wir machen weiter mit dem. Das finde ich süß. Ich mag Wildfangs, aber nicht alle, aber viele. Nee, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das da so ein Wildfang ist, hey, aber... Das sieht man doch instant. Max, also wirklich! Ja, habe ich hier jetzt heute den Profi an meiner Seite. Ich finde es auch hübsch. Also ist jetzt... Die Augen finde ich, die sind irgendwie anders. Ja, die sind halt so angemalt mäßig. Also ich finde es süß. Aber auf dem Bild sehen die Ohren so zusammen aus. Oh, und Gott. Das nervt mich ein bisschen. Und ich finde, es könnte eine bisschen breitere besser haben. Oh mein Gott, das mit einer Laterne wäre ja mal so geil. Das würde ich fett feiern. Okay. Also ich finde es ganz süß. Ich würde ihm so eine 7 von 10 geben. Ich bin voll drauf gerade. Ja. Wow. Du hast nur so 9,5. Ja, aber was waren das denn auch für Pferde? Warte. Na, ich das auch. Da kannst du jetzt auch nichts Negatives das sagen. Das ist doch die Lip. Das L. Ja. Die Lifee. Ja. Ja, es ist so ein bisschen senfig. Tut mir leid, Ellen. Also irgendwie, also ich mag das Set an dem Pferd. Also jetzt es von dem Bild. Ich mag das Set. Geht aber ums Pferd. Mann! Ja! Aber so das Pferd, ich mag das. Also auf dem Bild sieht das irgendwie, sieht die Form irgendwie komisch aus. Also nichts gegen hier. Aber ich glaube, das ist das Bild, weil in echt ist sie geil eigentlich. Ja, also so die Farbe, okay, darüber kann man sich streiten, aber ja. Oh, also ich bin ehrlich, ich mag das, ich mag die Blässe nicht so ganz. Und die okay, Fellqualität ignorieren wir jetzt am besten einfach mal. Es darf alt sein. Ich würde dem so eine 5,5. Tut mir leid, aber ich finde, das ist mir zu senfig und ich mag die Blässe ja, nicht ganz. Ja, da gehe ich mit. Ich würde eine 6 geben. So. Dann das hier. Warte. Das. Ah, ist das ein Eponym.
Das kennst du, aber ich... Doch, ich habe das auch auf der DM gesehen, von dieser RF-Stable. Ja, genau. RF oder Real Name. Ich bin dir ehrlich, es hat so wenig Mähne vor allem. Und die Mähne ist ja gefühlt so, ja, ich finde jetzt so einen ganz, ganz leichten Gelbstich. Und dann diese grauen Deppels dazu. Nee. Was du alles siehst, feier was ich du nicht. Willst du das Format übernehmen? Willst du das Format übernehmen? Du kannst feier ich reden. Ehrlich nicht. Ich kann also, dir. Red. Also ich kann dir gerne für die nächsten Partybilder schicken und dann nimmst du das auf und dann kommt das da. Du das gerne übernehmen, das Format. Ja, okay, also ich bin nicht so ein Fan von diesem leichten Gelbstich in der Mähne und weil es so wenig Mähne hat und dann diese grauen Deppels, vor allem so viele. Wenn es so eine hellgraue oder dunkelgrau, so eine Mähne oben hell und unten dunkelgrau, das wird dem so krank stehen, wäre es eine solide 10 von 10, aber so mit der Mähne, in der Kombi, fühle ich überhaupt nichts. Tut mir so leid an die Leute, denen die Pferde gehört, aber das ist für mich eine 3,8. Einmal wirklich nur so mit den Zunge. Also, ich mag die Form einfach nicht. Also, ich mag so diese Eponis. Eponis oder Ebonis? Eponi mit P, ja. Aber nee, irgendwie mag ich die Form von denen nicht. Die haben immer irgendwie haben die so alle so eine komische Form. Die haben halt so ein bisschen realistikmäßig. Ich hatte mal einen Pony, die haben so ein geiles Gewicht, aber. Ja. Ja. Ich habe so verkauft. Ich bereue es ein bisschen, aber ich weiß nicht, irgendwie. Sieht aus wie eine Ratte! Ja! She is the queen of this life. Ja. Wirklich. Ja, so. Also das nächste. Drache und Ratte. Oh mein Gott, ich habe auch irgendwann mal mich einfach so ein Pferd so als Drache bezeichnet. Aber das würde ich jetzt nicht als Drache bezeichnen. Ja, also ich mag Eponis eigentlich. Die sind noch nicht allzu schwer. Die sind so ein bisschen schwerer als Odini. Ich mag die Form von dem jetzt persönlich auch nicht so ganz. Aber ist okay. Ich habe meine Wertung abgegeben. Also, ab jetzt kann ich dir sagen, wird's schlechter. Also, weil das ist das Nächste. Okay. Das hat auch schon wieder so einen Orange-Rot-Stich so ein bisschen. Ich glaube, das sieht man nicht, aber das hat da... Doch, das sieht man. Digga, gib dir mal da diese Beule. Gib dir mal die Feldschüler erstmal. Oh mein Gott, gib dir mal den Stock. Einfach diese, oh mein Gott, diese Sprünge von Amazon einfach da reingeschoben. Kann nicht mehr. Aber ja, da sieht man halt auch, da kann man halt auch schon wieder nichts erkennen. It's like a Krüppel. Ich muss dich leider so ein bisschen zustimmen. Also, mein Vater hat früher aus Spaß, wenn ich so scheiße geworden habe, gesagt, ich hole jetzt den Knüppel aus dem Sack. Ich würde ihm zutrauen, dass er das Ding rausgeholt hätte. Nee, Leute, so gemein sind wir jetzt nicht. Aber das ist für mich. Es gibt einen Sprung in dich rein. Das ist so eine 1,2 von 10. Das Schock. Wirklich, heule. Ja. Eine liebe, lieb gemeinte 5 von 10. Meine Trensenmutation. Was? Yara ist hier richtig am Roasten, wie nett du immer bist. Digga, die Leute sollen noch einmal sagen, dass ich irgendwie gemein bewerte, ganz ehrlich. Sollen sie mal dich sehen, aber und ja. Ist das Nächste? Das ist so eine süße Familie. Das finde ich süß. Allein dafür, dass sie zu zweit sind, ist es schon so ein Pluspunkt für mich. Aber der Rest, irgendwer hat geschrieben, dass es aussieht, würde das große Pferd so ein bisschen lächeln. Also da kann ich mich so ein bisschen anschließen. Kann ich mich draufsetzen auf die Aussage. Was? Das würde lächeln? Ja, irgendwie das sieht so ein bisschen so aus, aber es ist irgendwie kein glückliches Lächeln. Das Einzige, was es tut, ist, dass das da irgendwie so ein unfassbar großes Auge hat. Nicht mehr, kann nicht mehr. Oh mein Gott,
Da müsste man so ein Skirt draufnehmen, dann wäre es so richtig gutes Halloween-Kostüm. Ich bin ehrlich, ich mag die Form nicht und ich mag vor allem die Augen nicht. Wenn man die, erstmal die Augen ändern würde, ich glaube, dann sah es schon viel, viel besser aus. Ich weiß nicht, was ich dem jetzt geben soll, aber es sind hier zwei Fälle. Sollen wir die einzeln bewerten, oder? Nee, weil das Fohlen ist ja so wie das andere. Ich würde das jetzt einfach als eins bewerten. Ja. Okay, dann... Also dann so beide zusammen oder so. Ja, also süß, weil es zu zweit sind. Hat es einen Zopf oder ist die Mähne einfach verdammt kurz? Welche? Das große. Das die Mähne. Also die Mähne ist halt da auch so hinten, weißt du? Und die ist jetzt auch nicht kurz. Okay, also die Mähne ist kurz, das ist schon mal ein fettes Minus, weil. Für nein. Mich nicht. Ja, ich finde, sie müssen gerade so lang sein, dass man so Turniers dafür hinbekommt. Das auch. Ja, das Auge ist mir auch zu groß und man sollte die Form beim Auge vor allem ändern. Sonst, ich finde es ganz süß eigentlich. Was für dem gibst? Warte. Ich glaube, du gibst dem jetzt, ne? 1,8. Oha, das wäre richtig schlecht. Sie sind zu zweit. Das ist ein Pluspunkt für mich, finde ich. Und ich mag so Abzeichen unten in der Nase. Das merkt man vielleicht so ein bisschen. Ja. Und die haben auch so Abzeichen unten. Deswegen. Also doch nett. 3,75. Also ich gebe dem eine 6. Also einfach nur wegen dem Auge. Das ist so der einzige Minuspunkt. Und die sind doppelt, Mann. Guck mal, wenn man das auseinanderrechnet. Warte, ich hasse Kommazahlen. Nee, das lassen wir schon wieder. Das ist mir zu viel. Das ist das nächste. Das ist hier so grau. Also ich finde es eigentlich ganz gut von Checkungen her, aber was ist das für eine Form? Keine Ahnung, von wem die ist oder was das ist. Oh Gott, es erinnert mich. Oh mein Gott, das kann ich jetzt ehrlich nicht bringen. Egal. Doch, sag, hau raus. Das ist so gemein. Ja, egal. Ich hab hier so Flaschen. Und warte mal, ich muss diesen Duft kurz rauslassen. Es braucht noch Ohren. Es gibt mir so Weiß von dem Pferd. Kann nicht mit dir, wirklich. Das tut mir leid. Ich fand das eigentlich richtig süß. Ich finde den Shop, der ist auch so dick, der ist süß. Also, ja, ich finde auch diese rosa Nüster süß und ich mag die Augenform extrem. Aber diese Form vom Pferd, ich weiß nicht, entweder der Winkel ist einfach komisch und die Form ist einfach komisch. Ja. Geben wir mal, wir sind doch heute gut drauf. Heute gerade bist du gut drauf. Also es ist gar nicht so schlecht. Wir tun mal so, als wäre das der Winkel, warum das halt so von der Form so aussieht. Geben wir eine 4 von 10. Also ich würde dem eine 5 geben. Also nee, irgendwie sogar eine 7, weil ich finde es echt süß. Ja. Ist auch eigentlich süß, aber diese Form, naja. Dann machen wir weiter wieder mit einem kleinen Hümmi. Catchy. Also den mag ich von der Farbe her. Ist er so. Hä? Wie du halt auch so jedes Pferd kennst, was auf der Welt existiert. Ich kenne nur die Himis, Mann. Ich bin Himis. Egal. Also Catchy, den finde ich ganz süß, aber ich finde, er könnte so ein bisschen mehr Weiß haben. Also ich finde diese kleine Linie auch, die sieht so ein bisschen fake aus. Ich bin also Fan davon, wenn es ein bisschen natürlicher aussieht wie bei so einem echten Pferd. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht so als echtes Pferd vorstellen. Ja, also ich finde an sich die Idee von der Blässe ganz süß und hübsch auch, aber das ist mir zu wenig von der Blässe, wenn ich dir einfach sagen muss. Ah, keine Ahnung, es ist halt braun wie jedes zweite Hümmi. Das ist real. Und ja, aber ja, keine Ahnung, ich würde ihm der 6 geben. 6 gesagt. Weil es ein Hümmi, ich mag Hümmis, aber diese Blässe ist mir einfach zu wenig. Okay, also ich mag Zirkus. Okay, also ich bin dir ehrlich, ich bin kein so
Fan von Soykun. Also ich hatte mal eins, das war so geil. Kennst du Soykun Kissland? Safe. Aber das war richtig cool, das war schon ein sehr freshes Kettchen. Aber erstens, die sind mir zu leicht. Zweitens, die Mähne, die kriegst du so schwer gebändigt. Wenn du ein neues hast, ist die Mähne noch geil, dass sie noch gebändigt ist. Oh mein Gott. Ja? Sieht ab. Aus wie als hätte man braunes Zolko in den Ofen geworfen und angezündet. Ich hätte so Angst, wenn mich dieses Pferd in der Nacht anschaut. Ich hätte mal ein Zolko, was mich in der Nacht angeschaut hat, aber das war süß. Egal, lass mich weiter ausreden. Also, am Anfang ist sie mir eine geile, aber irgendwann wird die so spröde und glanzlos und die sieht schon seit Anfang an, weil das ist ja das Bild von Zolko, sieht die schon spröde und ranzig aus. Also, nee. Und ich fühle auch die Form nicht. Und die sind mir zu leicht. Also, ich bin jetzt auch so kein Zolko-Fan. Aber das finde ich ehrlich sogar echt schön, einfach wegen dem Braun und der Blässe. Also ich finde, das sieht hübsch aus, aber das gibt mir halt auch Vibes. Also, wie das, irgendwie nur so als... Ja. So. Aber die Mähne... Also ich mag die Form nicht so ganz. Ich glaube, aber ich finde das Abzeichen, also ich weiß nicht, also mich stört die Form und dass die Mähne so spröde aussieht, aber wenn das Pferd jetzt eine andere Form hätte, ich glaube, ich würde es nicht so feiern, wie es halt tue. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das ändern sollte, aber ich finde eigentlich, ich mag die, ich finde die Blässe matcht zum Rest vom Pferd und das Pferd matcht einfach, weißt du? Ja. Was gibst du? Geben wir so eine 7. Eine 7? Ja, hä? Das ist eigentlich süß. Gott, richtig geschockt, dass du hier auf einmal so eine 7 sagst. Du so... Ja. Ja, aber was war das denn auch für Pferde, Max? Ganz ehrlich. Oh. Aber also, ja, da gehe ich mit. Jetzt gehen wir ein verbrannter Hund. Oh, wird persönlich hier. It's bad, okay? Leute. So. Wir machen weiter mit dem. Das ist ein Black Forest. Ja, und ich mag die ja voll. Also, ich finde das voll schön. Ich finde das voll schön und du kannst sagen, was du willst. Ich will halt auch eins. Okay, lass mich ausreden. Let me cook. Okay. Ich cook. Ich komme mal mit meinem Störing und schlag dich. Okay. Ups. Also, auf jeden Fall fangen wir mal ganz von vorne an. Black Forest. Ich finde, die haben gutes Gewicht. Ich finde, die sehen auch ganz süß aus. So. Die haben so ein kleines, süßes, putziges Gesicht. Da gehe ich noch mit. Aber ich finde teilweise die Ohren ein bisschen zu lang. Sonst finde ich es fein. Aber jetzt kommt's, was mich stört. Die sind einfach keine Unikate, Mann. Meine Freundin hat ein Pferd auf der Homepage gesehen, hat gesagt, sie will das Gleiche. Die hat das Gleiche bekommen. Und ganz ehrlich, ich zahle nicht so einen Haufen Geld für ein scheiß Steckenpferd, nur damit es dann hinterher zweimal gibt. Kann ich mir erst von Amazon kaufen, bin ich ehrlich. Okay, das ist das Pferd. Oh, definitiv so lang, weiß ich jetzt nicht. Also finde ich jetzt nicht. Aber ich mag auch die Farbe. Ich mag halt auch, dass dieser Buckskin heißt das so. Ja, ich glaube, das, ja. Eigentlich bei, also im Deutschen Falbe, aber in Englisch Buckskin, glaube ich. Ja, keine Ahnung, ist mir auch jetzt Schnuppe. Im Deutschen ist ein Falbe, das weiß ich ganz sicher. Aber also ich finde das echt hübsch und ich würde dem jetzt eine... Ich würde dem so eine 7,5 geben, wenn nicht sogar eine 8. 1,8. Ja, sorry, aber erstens, es sieht aus wie Spirit. Und das gibt mir ganz schlechte Vibes, weil dann, ich rieche den Hate schon. Zweitens, ich kann es mir theoretisch noch dreimal kaufen. Also kein Unikat. Und dann zahle ich ja Geld für im Prinzip gar nichts. Und dann. Es hat nichts weiß. Das ist einfach nur, es ist ein Falbe. Und ich finde auch einfach, dass diese Schattierungen nicht passen. Okay, egal, weiter. Ein Lieblingswort, wenn es um Hobbyhorses geht, ist Unikat. Ja. Wirklich. Meine Pferde sind übrigens Unikate. Ja. Ich muss es ganz kurz rauspopeln. Ja, in der Zeit kann ich ja schon mal über das nächste Black Forest reden. I think it is one. Das der hat ein J auf der Stirn. Guck mal. Wow. Mhm. Das ist nicht irgendwie komisch, weil da so ein Herz ist. Und das finde ich auch hässlich. Also man erkennt gefühlt nicht so viel, hätte ich nicht gesagt. Also
Ich weiß nicht, ob es einfach. Achso, doch, es ist ein. Ja, doch, sieht man klar, dass es ein Black Hole ist. Egal. Ja, dieses Herz ist mir auch zu fake. Also, aber sonst, ich finde die Farben matchen. Ich mag auch, dass die Mähne passt zu den Flecken. Was hast du jetzt Warum gemacht? Ist meine Hülle so dreckig, Digga? Huch! Aber. Boah, also ich finde es an sich ganz süß, aber ich weiß nicht, dieses Herz, das stört mich schon so massiv, deswegen. Ja. Ich würde dem eine 5 geben, weil I'm nett. Und du? Was habe ich? Ich dem anderen schon 1,8 gegeben. Ja, weil es auch halt auch einfach kein Indikat ist, wenn man das möchte, dann. Warte, was wollte ich gerade sagen? 3,2, glaube ich, wollte ich sagen. 3,2, das findest du schöner als das andere. Hä, ja, sowas von. Naja, dann. Doch, das ist schöner als das andere. Da, beim anderen, da matchen die Schattierungen überhaupt nicht. Und es ist einfach, es ist senfgelb gefühlt. Und das hier, da passt die Mähne voll geil zum Pferd. Und, aber dieses, nur dieses, wenn es dieses Herz nicht hätte und ein Unikat wäre, fände ich es geil. Also irgendwie haben wir hier irgendwie die ganze Zeit nur noch diese Black Forest Horses, habe ich das Gefühl. Jetzt gib ihm Kaffee über die Fresse. Das da. Oh, ich glaube, das habe ich schon mal in echt gesehen. Oder das ist das dritte, was es gefühlt gibt von denen. Es ist wieder kein Unikat. Und ich finde es doch einfach. Also, ich finde die Form ganz süß und so. Es ist halt einfach ein Black Forest. Aber es ist halt einfach kein Unikat. Und deswegen. Sorry, aber. Es gibt auch mehrere Schimmel in echt. Also, deswegen ist, finde ich, das ist jetzt kein Unikates Style. Ist nicht unbedingt so schlimm. Deswegen sind wir heute mal nett und geben eine 4,1. Ja, 4,1. Ich finde das hässlich. Weil I don't like the color of it. Und ja, keine Ahnung. Es ist einfach ein basic weißes Pferd. Wie kann man diese Farbe nicht mögen? Ja, aber ich glaube, das ist halt nicht mal weiß. Das ist halt so creme. Oh, dann mag ich es auch nicht. Dann muss ich es kurz ändern in 0,3. Wobei nicht schlimmer als in Farben finde ich es auch nicht. Das habe ich im 1,9. Ja, das. Irgendwie sieht das aus wie so ein altes Black Forest, weil das halt fetter ist, aber ich weiß halt auch nicht, ob das eins ist. Doch, das sieht doch, oder was immer. Das hat so Wimpern, gell? Nee, das ist, glaube ich. Nee, das sind das Wimpern oder ist das, Der Anno-Wimpern. Ja, entweder ist das ein altes. Davon oder das ist so ein Etsy-Pferd, weil es gibt solche von Etsy. Jetzt los. Also weil es Etsy-Vibes gibt und diese Wimpern-mäßig hat. Ne. Finde ich absolut. Nein, tut mir leid, aber das ist ein No-Go für mich. Ich mag keine Wimpern. 0 von 10. Girl, du so, wenn's von Etsy ist. Ja, nee, also auch, ich hab ein persönliches Problem mit Etsy-Pferden. Ich meine, ich meinte, dass davon sind süß. Oh, das ist sauer. Jetzt nee, sorry, da war so ein Vieh. Ich hab's erschlagen mit meinem Stirnriemen. Egal. Aber ich hab so ein persönliches Problem mit Etsy-Pferden, weil die sind keine Unikate und deswegen habe ich ein persönliches Problem mit denen. Ja. Ja. Das Ding habe ich erschlagen. Sieht man das? Nee, doch. Untergefallen ist. Das. Oh, it's giving. Oh nee, die Schattierungen, die passen, finde ich nicht. Giving Schwärmel-Vibes. Schwärmaul, ach so. Wie ich mich hier ausfalle. Ja, Schwärmaul finde ich auch nicht schön. Und dieses Ohr, warum hat es auf einmal da so weiß? Ich check's nicht. Und das Ohr ist auch wieder schon wieder wie so von so einem Esel. So, sorry, aber diese Schattierungen sehen aus. kann ich das droppen? Sind die Leute unter 12? Weiß ich nicht. Egal. Ich bring's einfach bei jedes Mädchen bekommt es irgendwann. Sieht aus, diese Schattierungen sehen aus, als hätte jemand Dünnschiss gehabt und seine Tage gleichzeitig unter dem Pferd geschmiert. Lecker. Hat nämlich so einen roten Stich und deswegen Schattierungen, finde ich, gehen überhaupt nicht. Und das Ohr, das triggert mich auch gottlos. Aber ich finde es besser als den Falben.
aber nicht besser als das Weiße, deswegen geben wir mal so eine 2,1. Gib dem eine 5. Machen wir weiter mit dem. Das finde ich aber süß, also ja, doch. Ja, das finde ich auch süß, aber... Der Strich da mitten auf der Nase, auf dem Nasenbein, wie das da heißt, der triggert mich. Wenn der weg wäre, oh mein Gott, sofort 9 von 10, ne? Aber mit diesem Strich, ne, das zieht die Wertung schon massiv runter. 6,5 von 10. Ja, ich würde auch da mitgehen. Ich finde das auch schön. Ich mag die Schattierung und ich mag auch Habopolkus. Die finde ich ganz süß, aber ich finde, die Form ist ein bisschen zu gestreckt. Ja, aber... Und... Nee, Vanessa, das Jochbein ist ja so an der Seite mäßig. Das ist ja nicht so komplett auf der Nase. Das egal. Ja, aber ich würde da mitgehen. Jetzt geht wegen Unfall. Oha! So hässlich ist es gar nicht. Girl, ihr seid so crazy hier. Also, machen wir weiter mit dem. Ja, irgendwie ist schwarz und hat eine rosa Nüster. Also, Und es hat eine fucking Karotte im Maul. It looks like something different. Werdemax! Ich gemacht. Das haben mir Leute zugeschickt. It's giving Christina Bürstern in 2018. Wie du immer auf sie reagiert hast. Die gute Chrissy mit ihr Maskotti. Und der Bell. Der Bell, der Kleen. Ach, ignorieren wir das Kleene. Also ich mag basic schwarze Pferde. Aber diese helle Nüster, woher kommt die denn das jetzt? Glaube ich auch grüne Augen. Oh. Doch, das sieht man jetzt. Aber doch. Guck mal da. Das ist irgendwie Paint Horses. Das hier ist die Wertung runter, du. Sorry, aber das ist eine minus 1. Also, das ist für mich eine 5. Na. Was ist das für eine weiße Schattierung? Was ist das für ein Auge? Nein? Ja, die Schattierung ist richtig komisch auch am Maul. Gib dir das. Er hat einfach Gemüse. Ja, wir müssen nur noch eins machen, deswegen lass uns das schnell nochmal machen. Ja, komm. Und zwar, oh mein Gott, das ist ein Hobbyhorse Family. Da kann ich nichts Negatives sagen. Da kann ich jetzt also nicht... Also ich mag Hobbyhorse Families, aber da, was ist dann die Schattierung, also man ein bisschen mehr verblenden kann? Also das weiß ich auch nicht. Das ja. Weiß ich. Aber so an sich, ich find's hässlich. Also sorry. An Hobbyhorse Family, weil ich kann da jetzt nichts Schlechtes sagen, weil... Hobbyhorse Family ist so eine süße... Ich hatte mal ein Pferd von ihr, oh mein Gott. Ich habe ein Pferd von ihr. Ich weiß. Hobbyhorse Family ist so eine süße, oh mein Gott. Wirklich, aber das ist jetzt nicht eins ihrer Meisterwerke. Nee, ehrlich nicht. Sorry, aber eine 5 gebe ich da. Weiß, ein Hobbyhorse Family ist 3 von 10. Kann nicht mehr. Das war's für heute. Mein Gott, das war vorbei. Jetzt reicht's auch, wie ich heute 3 Parts aufgenommen habe. Das war es, Leute, mit Part 36. Ich bewerte eure Hobbyhorses. Der letzte Livestream, das habe ich auch am Anfang schon gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Macht eine Herzkette in den Kommentaren, kommentiert alle irgendein Herz, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und abonniert den Kanal unbedingt. Wir gehen auf die 6000 zu. Das ist einfach crazy. Vielleicht haben wir sie ja jetzt auch schon, wenn das Video online kommt. Ich nehme das gerade im Voraus auf. Und deswegen kann ich das nicht sagen, wie es ist, wenn das online kommt. Weil bis dann kann sich schon ganz viel geändert haben. Deswegen weiß ich nicht, wie sich das dann geändert hat oder was passiert ist. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi!